Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir stehen vor dem nächsten Premier League Spieltag gegen Sheffield, nachdem wir jetzt zwei relativ solide Leistungen, sag ich mal, gespielt haben. Gehen wir jetzt gegen den vermeintlich schwächeren Gegner. Und da können wir vielleicht auch mal ein bisschen rotieren mal wieder. Auch mal andere Leute spielen lassen, die vielleicht nicht ganz so oft drankommen. Bin ich jetzt so ein bisschen draufgekommen. Habe ich aber auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass ich das Rotieren natürlich sehr wichtig ist. Also, dass ich das im Football Manager schon gut gelernt habe, muss ich sagen. Dass man da doch ordentlich rotieren sollte teilweise. Weil sonst werden die Leute einfach unglücklich. Auch wenn ich das teilweise so ein bisschen so finde, muss ich sagen, nervt mich schon manchmal, ehrlich gesagt. Also für die natürlich, die den Football-Manager kennen, die wissen wahrscheinlich schon, von was ich da rede. Deshalb, ja. Naja, im PES ist es nicht so. Aber das ist auch keine Lösung. Wir möchten Ødegaard spielen lassen. Smith Rowe dann raus. Und dann lassen wir doch Thiago spielen. So, jetzt hat. Trikots ändern wir natürlich auch noch. Sheffield spielt in grün, habe ich gehört. Ist ja auch zu Genüge im Logo vorhanden. Also kann man auch mal in grün spielen. Oh, mein Controller ist schon wieder ausgegangen. Geht er schon wieder perfekt los. Dann schauen wir mal, was wir heute hinkriegen. Vielleicht machen wir es ja besser wie die ein oder andere Mannschaft im internationalen Geschäft. Das ist auch übrigens die Folge, da muss ich mich auch ganz kurz schon mal entschuldigen, schon mal im Voraus, sage ich mal, dass die Folge jetzt halt wahrscheinlich ja erst am Samstag kommen wird. Also ziemlich sicher sogar am Samstag, dafür habe ich sie geplant. Eigentlich war ja mein Pesttag, sage ich mal, ist ja eigentlich immer Donnerstag gewesen, war ja für PES geplant. Ich glaube sowieso mit dem PES 21 Let's Play, mit dem, das kam schon an jedem Tag, habe ich mir mal gedacht, oh ja, da kommt jetzt halt immer PES. Ja, der kam nicht durch. Ich glaube, ich hatte mal PES auch geplant, dass es irgendwie am Montag kommt. Und PES habe ich auf jeden Fall auch geplant, dass es eben im Moment am Donnerstag kommt. Und jetzt kamen die letzten Folgen aber immer am Freitag. Und die letzten Folgen, also die noch neueren Folgen, die kamen jetzt halt in letzter Zeit immer am Samstag. Also nicht wundern, wenn ich mal kein Video hochlade. Ich bin einfach, glaube ich, zu dumm, es zu schaffen, dass ich die an den richtigen Tagen einfach hochlade. Gerade halt bei PES, weil das ist halt, das muss halt immer ganz frisch aufgenommen werden, damit ich hier die frischsten Themen habe, die man so haben kann. Bisher fühlt sich das ehrlich gesagt nicht gut an, was wir hier zusammen spielen, also Alaba kommt da weit raus. Und das war eben das Problem. Ich wollte natürlich die Euroleague-Spiele auch noch abwarten, bevor ich aufnehme, weil da habe ich mir gedacht, ja gut, da brauche ich jetzt nicht aufnehmen und über die vier Champions-League-Spiele reden und dann über die Euroleague-Spiele eine Woche später theoretisch reden. Also das hätte dann keinen Sinn ergeben. Ah, Kolasinac verkackt hier. Jetzt hat lieber Alaba hier zurücklaufen lassen. Nicht versuchen, dass man da die hinterste Abwehrreihe zu sehr auflöst. Martinelli, der kann halt auch nicht von Anfang an spielen. Ist unser. Was ist das hier? Hilfe! Das ist ja furchtbar! Das ist ja grauselig! Jungs, reißt euch zusammen! Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich wollte einfach nicht warten, dann. Oder ich wollte schon warten, so. Wollte halt einfach warten, bis auch die Euroleague-Spiele natürlich dann rum sind. Hallo, Elfmeter? Und dann habe ich einfach mir gedacht, Donnerstagabend nach dem Spiel noch aufnehmen, da war ich dann so, weiß ich nicht. Also, ja. Aber ich denke, das sollte nicht so schlimm sein.
Weil die Folge kommt ja trotzdem immerhin halt dann einen Tag später. Wollte ich nur sagen, dass sich da manche nicht wundern, wenn da am Donnerstag oder am Freitag dann halt kein Video kommt. Aber zurück zum internationalen Geschäft, dahin wollten wir ja. Für die deutschen Mannschaften, diesmal im Moment nur zwei unterwegs gewesen. Leipzig, die nach dem 2-2 gegen Sociedad, kommen mussten, sag ich mal. Martinelli! Was für ein grausiges Spiel. Bitte lass einfach Halbzeit sein. Ich glaube, da müssen wir fünfmal wechseln, mindestens. Weil das kann sich ja wirklich keiner geben, was wir uns hier jetzt abspielen. Hauptsache, wir machen Liverpool 5-0 wirklich frisch. Davor wie Real in der Champions League und jetzt gegen Sheffield. Aber nicht mal ein Torschuss. Aber Sheffield auch nicht. Furchtbar das Spiel. Nee, Leipzig dann mit einem 3-1-Sieg. Barcelona zum Beispiel auch mit einem Sieg, 4-2 gegen Neapel. Bei dem scheint es ja im Moment, sage ich mal, wieder ein bisschen. Wir müssen die Aufstellung ändern. Also, das ist keine Option. Wir brauchen jemanden deutlich robusteren hier vorne im Sturm. Und da nehmen wir Aubameyang. Und dann können wir auch gleich wieder auf Barcelona zum Beispiel zurückkommen. Hat er auch jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, hat in vier der fünf großen Ligen hat einen Hattrick erzielt. Er hat nämlich für Barca auch einen Hattrick erzielt. Ødegaard, ernsthaft. Natürlich für Saint-Étienne, natürlich für Dortmund, dann für Arsenal und jetzt eben auch für Barca. Bei Barca scheint es ja im Moment jetzt gerade wieder so nach den letzten Transfers, scheint es ja wieder ein bisschen besser zu laufen, sage ich mal. Also das wird auf jeden Fall auch interessant, wie es da weitergeht. Also wenn das kein hohes Bein war, der hat ja damit Luis quasi komplett den Kopf weggesäbelt. Ah, den bekommen. Jawohl. Bleibt da im Ballbesitz. So soll es sein. Kolasinac. Ja, ist halt, Kolasinac ist halt nicht Turney, ne? Ah, komm. Das ist doch, heute ist der Wurm drin. Naja, und die zweite deutsche Mannschaft, die dann im internationalen Geschäft dabei war, in der Euroleague, war dann eben der BVB, die nach einer 2-4 Niederlage ja doch sogar noch mehr kommen mussten eigentlich, als es Leipzig musste. Hier aber dann auch nicht über ein 2-2 tatsächlich rausgekommen sind. Also der BVB schon mal, für mich würde ich echt sagen, überraschenderweise raus. Ich meine, erst verlieren, die haben auch so Höhen und Tiefen haben die. Erst so 4-2 gegen die Rangers in der Euroleague verlieren, aber dann 6-0 halt gegen Gladbach einfach so im 3 Tage später gewinnen. So, wo ich mir auch so denke, what the fuck, wo kommt das her? Und wieso können wir nicht gegen Gladbach gewinnen? wir haben ja Gott sei Dank die Spiele gegen Gladbach haben wir alle geschafft. müssen wir da uns keine Sorgen mehr machen. Also ich habe mir echt gedacht, so, ja, Dortmund, die könnten doch theoretisch sogar Ambitionen haben, vielleicht die Euroleague zu gewinnen, wenn die sich richtig zusammenreißen. Aber so war es nicht. Oder so ist es auch nicht. Somit haben wir 3 Teams noch in der Euroleague vertreten. Hat mich ehrlich gesagt, ja, also ehrlich gesagt, da muss ich meine Nubigkeit, muss ich dazugeben. Ich verstehe, oder ich, ja, was heißt, ich verstehe den neuen Euroleague-Modus nicht, aber also ich verstehe es schon, aber ich hätte es jetzt halt vergessen gehabt, tatsächlich. Jetzt muss man hier aufpassen, Leno hält hier. Was ein furchtbares Spiel. Also, rotieren ist scheiße. Das wissen wir jetzt halt. Ich hätte sehr gerne Bellerin oder zumindest Aarons auf der Außenbahn. So, da ist der Controller schon wieder. Ah, das ist doch scheiße hier. Zifix, ey. Jetzt ist mein Controller schon wieder aus. Das kann doch nicht sein. Das, ja, okay. Ich denke mir gerade schon, warum ist der jetzt am Dauervibrieren und dann ist er einfach aus? Danke für gar nichts, aber jetzt reißen wir uns mal zusammen.
Jetzt spielen wir mal richtig. Jetzt spielen wir mal gescheit. So, Thiago. Martinelli. Wart mal auf Tony. Soll heute nicht sein. Soll heute überhaupt nicht sein. 81. Minute. Na, Hauptsache, die fangen jetzt nicht an, hier wieder hinten rum zu hampeln. So. Ich wollte noch Wichtiges sagen zum Thema Euroleague und achso, ja stimmt, dass ich den Modus, habe ich dann ein Bild gesehen, auf einmal dann, nachdem die Spiele vorbei waren in der Euroleague und dann stand da die Teams im Euroleague Achtelfinale und auf einmal sehe ich da Frankfurt und ne? Und Leverkusen so rum und ich dachte mir so, hä, wo kommen jetzt da die her? Bis mir dann eingefallen ist, ach ja stimmt, wir haben einen neuen, oh Gott. Ah, oh, Leno mit einer Riesenparade. Aber die 2 Minuten, die reichen uns nicht. Der Schiri wird abpfeifen, der hasst uns. Aber jeden Grund dazu, ey, was ein furchtbares Spiel. Ich rotiere nie wieder. Was ein grauseliges Spiel. 0 Torschüsse. Ist das furchtbar. Ein Ketia mit einer 4-0. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Spieler in PES, mit dem ich gespielt habe, eine 4-0 hatte. Boah. Okay. Kommt. Hör mal auf. Beenden wir die Folge. Wir schauen gar nicht mehr auf die weiteren Ergebnisse. Sheffield Arsenal 1-0, Liverpool West Ham 3-0, Fulham Crystal Palace 1-1, Leeds Everton 2-2, Wolves City 2-4, Norwich Burnley 0-1, United gegen Bournemouth 4-2, Watford Leicester 3-1, Spurs gegen Southampton 1-0 und Chelsea gegen Brighton auch mit einem 1-0. Dann haben wir unsere erste Saisonniederlage. Alle haben uns überholt. Gefühlt. Ja. Ich glaube, das Spiel, das sagt, ja, alles drüber aus. Ein Angebot von Leno, ja. Die Wolves, nee. Den, glaube ich, gehen wir nicht her. Der hat uns heute noch vor dem Schlimmsten bewahrt, zumindest. Gott, was eine grauselige Folge. Was ein grauseliges Spiel. Furchtbar, furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr das Video trotzdem awesome fandet, lasst ein Like, dann Kommentar. Am besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Arsenal gegen Leeds. Das ganze Momentum wieder verspielt. So soll es sein. Schauen wir mal, wie wir gegen Leeds weitermachen. Und danach steht schon Paris vor der Tür. Oder wir zumindest vor der Tür von Paris. Dann würde ich sagen, habe ich heute schon wieder einige Themen, die ich trotzdem noch besprechen wollte oder aufzählen wollte, habe ich schon wieder nicht gesagt. Also ganz schlimm. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder gegen Leeds. Bis dahin. Servus.